Hallo und herzlich willkommen. Heute spielen wir ein neues Spiel. Es wird euch im wahrsten Sinne des Wortes infizieren. Wir spielen Contagion und wir bedeutet Lucas the One und ich, Surtur's Revenge. Und deswegen starten wir direkt mal in ein neues Game, das ich jetzt mal hier direkt erstelle. Das heißt, wir werden jetzt Flatline zocken in dem Beta-Modus. Flatline ist quasi Wave-basiertes Zombie auf uns zurennen und uns fertig machen. So, kurz gesagt. So, dann stellen wir den Server noch kurz auf LAN und dann starten wir den Server. Und in der Zeit kann sich auch der weitere Spieler hier einmal kurz vorstellen, wenn er denn gerne möchte. Guten Morgen. Ja, was muss ich mir vorstellen? Ich zocke jetzt. Gute Ansage. Genau. Voll spät. Server ist da, meine Charakterauswahl steht. Kann mich connecten. Yes? Dann warte ich noch so kurz, bis ich den Charakter... Was? Hast du nicht? Was ist los mit deinem Internet? Ich weiß nicht, es läuft mal. Voll erstaunlich. Also normalerweise ist er unser Lagger. Ey, Bambusleitung wäre schon zu viel Bandbreite, ja? Nee, du, wenn's ein richtig guter Bambus ist, wo diese Zwischenringe einfach so dünn sind, dass nur noch ganz wenige Pakete durchkommen, dann, du, awesome. Dann ist das auch eine Bambusleitung. Hast du geladen? Was? Also jetzt mal kurz, ich kann hier mal so ein bisschen durch die Charakter durchscrollen, für alle, die dieses Spiel zum ersten Mal sehen. Also das sind halt was quasi, wenn ihr am Anfang das Intro-Video gesehen habt, wisst ihr ungefähr, dass das hier so die ersten Überlebenden der ersten Wave sind. Sind halt von normalen, besorgten Bürgern bis zu Verbrechern, Polizisten, noch mehr Bullen, Leuten, die mit anderen Schlägern bewaffnet sind, Hausfrauen, Verängstigten. Der mit Unterhemd ist meiner. Ja, ich bin eigentlich immer der Soldatenmensch hier, weil der sieht einfach awesome aus und hat auch ansonsten nice Ausstattung. Der mit dem Sniper direkt in der Mitte, das ist so mein Default-Char. Der Unterhemd-Kerl, der passt zu mir. Alter Broll mit fettem Hammer in der Hand. Fehlt nur noch das Mass. Ja, schon. So muss man sich jetzt vorstellen. Ich sitze jetzt da ganz gemütlich in meinem Stuhl zurückgelehnt, ja. Mit einem Ripphemd und einem Maß Bier vor mir. Und dann klopft's an der Tür. Okay, ich bin drin. Wie schaut's bei dir aus? Ja, ich bin drin. Ich bin am Nageln. Ah, okay, sehr gut. Also für alle, die... Flach, was vor mir ist. Genau, das hätte er wohl gerne. Also für alle, wir können hier eine Nagelpistole aufnehmen, so wie ich es auch gerade getan habe. Und dann können wir im wahrsten Sinne des Wortes nageln. Und zwar Fenster können wir dann nageln. Hey, es sind auch Löcher. Ja, in der Apokalypse nimmt man alles, was man kriegen kann, ne? Jo. Retrying to connect to server. Ah, now I'm connected. Okay, come ja, on. Bei mir ist es auch irgendwie gerade rausgeflogen, warum auch immer. Dabei hoste ich die Scheiße. Ja, you suck. As always. Alter, was ist los? Da los? Was machst du denn? Keine Ahnung, er fällt beim Nageln. So. Ja, schau, kannst du wie im echten Leben nicht nageln. Ja, genau. Wollen wir mal eigentlich gerade vorschauen, irgendwie, wo wir uns gleich verbarrikadieren, bevor die erste Wave antingelt? Da, wie immer. Also wie immer, wir haben das halt schon ein paar Runden gezockt, das müsste eigentlich... Where the fuck ist dieses Zimmer? Und zweitens, ich sollte mir echt noch mal gerade Knarren besorgen. Okay, da ist ein fetter Hammer, der bringt es nicht wirklich. Eine Rohrzange, die könnte es vielleicht mehr bringen. Oben im Schrank liegt noch was. Okay. Dann rennen wir mal kurz hoch. Nicht zu vergessen, machen wir mal ein bisschen Licht. Wäre schön, wenn du auch noch ein paar Türen und Fenster oder ja, hast du unten alles zugemacht. Ja, da liegen Golfschläger. Ah, hier bist. Mein Sehens. Bleib mal dann hier, oder? Nö, in den anderen Raum, da wo okay. Wir sonst halt auch immer sind. Gut. So, dann noch schnell gucken, ob wir noch irgendwas Sinnvolles finden an Waffen. Hey, da ist ein First Aid Kit. Und ein Pocket Light dahinter. Hier ist eine Axt, by the way. Ich habe einen Wrench. So, unser Handy klingelt, die Zombies rücken an. Ich habe eine Sig Sauer, eine Wrench und eine Nailgun, also nicht wirklich usable. Ja. Ist noch ganz knusper? Wieso? Keine Ahnung. Die ist witzig. Ja, ich weiß schon. Mal gucken, wie man damit einen Zombie-Schädel einschlägt. So, das Coole am Pocket Light. Wo bist du denn? Ich bin eigentlich da, wo wir immer sind. Nein, bist du nicht, weil in dem Raum bin ich. Alter, bin ich im falschen... Ach, den Raum meinst du? Ja, okay.
Da liegt der Axt. So, okay. Du clearst die Tür, ich schau hier. Oder umgekehrt. Hast du mehr Schusswaffen als ich? Nein, ich habe eine. Okay. Wie immer. Das Coole ist, mit dem Pocket Light, wenn man sich das dran patscht, dann kann man mit jeder Waffe, auch wenn sie kein Light hat, kann man damit sie halt trotzdem hell machen. Bei diesen Zombies wichtig, hier bringen es nur Headshots, sonst fallen die halt einfach gar nicht um. Das Gott sei Dank lecken sie sich hier durch die Wände durch, denn dann können wir ihnen auch so Headshots verteilen, ohne dem Ganzen drumherum, was sie jetzt noch zurückhält, quasi Schaden zu geben, weil sonst müssten wir nämlich hier immer schauen, dass mal einer dann defendet, während alles offen ist und der andere geht hier Fenster nageln. Das ist nämlich so das normale Problem, was man hier so hat. Und okay. Da muss man im Gegensatz zum richtigen Leben schnell kommen. Ja. Also ihr merkt, es ist verdammt spät und dementsprechend ist das Niveau gerade gestaltet. Aber ich denke, das seid ihr ja schon gewöhnt. Also, falls ich nochmal mitspielen sollte und es nicht spät ist, mein Niveau ist immer das. Solltest du ja aber auch wissen. Ja, dafür kenne ich dich lang genug. Was? Ja. Passt alles? Ich habe gerade den Zombie beschimpft. Ach so. Ich habe Angst, wenn die ersten Tanks kommen. Also für euch zur Info, Tanks sind halt infizierte SWAT-Polizisten, die dementsprechend tanky sind und halt mal schnell so ein ganzes Magazin fressen. Und die ziehen dann auch... Alter, jetzt bin ich zu blöd, dem in sein scheiß Hirn zu treffen. Nein, das ist durchbrochen. Oh, verdammt. Ja. Wer geht nageln? Ich geh nageln. Geh mal nageln. Defendest du das zweite Fenster? Jo. Ah, scheiße, sie kommen durch. Schon weg. Okay, gehen wir nochmal nageln. Ha, Glück gehabt. Komm her. Wenn ich sein verdammtes Hirn mal treffen würde. Man könnte sich jetzt mal über die Wahl der Kleidung der Zombies unterhalten. Das ist schon sehr interessant. Ja, wahrscheinlich welche direkt vom Stripclub ausgelesen. Ja, es ist... Und diese Weihnachtsverkleidung, das finde ich ziemlich geil. Haben die so viel... Ah, deswegen hinken die alle so ein bisschen. Die haben einfach so viel gesoffen, dass sie eine rote Nase haben. Und deswegen hinken sie alle so. Es sind gar keine Zombies. Aber ich finde witzig, dass sie hier den Weihnachtsmode noch nicht rausgepatcht haben. Weil die sind hier teilweise... Die haben ja auch die Flatline-Beta noch nicht nachgepatcht. Ja, also es ist immer noch eine Beta. Keine Alpha und das ist jetzt aber auch schon ein bisschen länger. Also. Als ich vorhin Rainbow gezockt habe, waren da teilweise auch noch Lichterketten an den Häusern, wo ich dann lang geklettert bin. Ja, die brauchen richtig witzig. Mit ihren Weihnachtsmods. Ja, aber ich finde die Weihnachtsmods generell voll geil. Ja. Deswegen lasst mal schauen, dass wir vielleicht die Tages auch noch schaffen, bevor der Weihnachtsmod raus ist, einmal Biotech zu spielen, weil das im Weihnachtsmod ist schon ziemlich witzig. Mhm. Also, für euch zur Info, es gibt noch verschiedene andere Spielmodi. Es gibt zum Beispiel Escape, da müssen wir eine Mission absolvieren, die dementsprechend lange dauert, unter anderem auf einer Map, die nennt sich Biotech, wo wir uns durch die Biotech-Firma kämpfen müssen, um dort... Was besorgen wir da eigentlich? Egal, werden wir später erzählen, wir wollen ja nicht spoilern. Und dann gibt es den Spielmod Extraction, da laufen wir auf einer Karte rum und bekommen immer Einsätze und Positionen, wo gerade denn aktuell noch Zombie-Überlebende sind, die wir dann dort herausholen und zu einem sicheren Extraktionspunkt bringen müssen. Das sind so derzeit die Spielmodi, die es gibt und die wir schon gezockt haben. Jo. Und die auch eigentlich echt Spaß machen und dann gibt es halt noch Flatline, wie jetzt gerade. Weil ich muss also sagen, so zwischendurch ist Flatline genial. Flatline einen der besten Modi. Weil der geht halt nicht so schnell, je nachdem Extraction oder Escape dauert halt mal schnell eine Stunde bis anderthalb Stunden. Das ist halt wirklich fast schon Singleplayer. Oder zumindest richtig geile Story und Mission halt. Ja. Und Flatline ist halt mal so, wir zocken mal gerade nebenbei so ein bisschen Zombie-Apokalypse. Ich habe ganz viel Spaß beim Lernen, deswegen zocke ich jetzt. Genau, bei uns ist Klausurenphase. Wir sollten eigentlich gerade alle uns Klausurstoff reinpfeifen, wie sonst noch was. Aber das Übliche, man macht alles außer Lernen. Genauso bei uns an der Fachschaft. So, das bedeutet übrigens jetzt gerade eine Wave geclear. Das heißt, wir können schnell in den Keller rennen und uns ausrüsten. Mit das Stuff. Das sollten wir aber schnell machen, damit wir alle Fenster wieder zunageln können, ja. Damit wir nachher die Waves nicht, also die nicht so fett abkriegen. Nicht so kompakt haben.
So, ich gönn... Hier our escort. Nee, ich gönn mir die andere Pistole. Ich gönn mir die 1911er. Ammo! Revolver. Hm? Ich hätte eigentlich schon Bock auf einen Revolver, weil der fickt eigentlich schon... Achso, wir haben ja eh nur einen Revolver. Jetzt habe ich eine Colt und eine SIG. Ganz... dann schmeiß ich meinen scheiß Pocket Light. Ah, behalte ich das? Nee, ich schmeiß dein Pocket. Also solange du eine Nailgun noch hast... Ja, ich habe eine Nailgun. So, jetzt habe ich einen Revolver und einen Colt. Aber das bringt's eigentlich nicht. Revolver und Colt bringt's nichts. So, ich behalte meinen scheiß Pocket Light. So, wir sind ausgerüstet. Also Revolver bringt schon ein bisschen was gegen die Tanks. Also der. Ja klar, aber ich habe eine 1911er Colt und die verbraucht halt dieselbe Munition wie der Revolver. Von daher bringt's das halt nur so halb. Ja. So, ich mache unten noch ein bisschen dicht. Also ich habe unten den Raum dicht. Genau. Ja, unten ist das meiste dicht. Ja, und wer fragt jetzt schon wieder nach Drogen? Drogen? Ja, da will irgendjemand Stuff haben. This nail gun can help slow them down. Yes, I know. It can help slow them down. Okay, wir sollten laufen. Ja, geh in den Raum. Ich komm gleich nach. Ich nagel noch die letzten Fenster zu. Nagel du im Raum fertig zu. Jo, mach ich. Da ist ja noch alles zu. Ist ja keiner durchgekommen. Ja, dann schlag's auf und nagel's neu zu. Das bringt's? Ja, das bringt's. Okay. Weil die auch eine bestimmte bestimmte Lebensdauer haben, die Bretter. Also das merkst du auch, wenn du die wenn du sie dran lässt und nicht austauscht, dann kommen sie wesentlich schneller durch. Ich bin ready, steht da. Ja, ich habe gerade alles noch viel gemacht. Du. Bis jetzt schaut's gut aus. Meine sehr verschätzten Damen und Herren. Ich könnte meine Räume empfangen geben. Was? In 10 Minuten, meine sehr verschätzten Damen und Herren. Aber wie ich nix treffe. Münchner Flughafen. Was? Ich mal gerade wieder kein Hirn von denen treffe. Kein Hirn zu kein Hirn. Wer ist meine Verwandtschaft? Dann hast du aber recht viele Polizisten und Ladies in deiner Verwandtschaft. Kann man nie zu viel haben von den Ladies. Das ist richtig, wobei ich Durchbruch! Eher außerhalb meiner Verwandtschaft präferiere als in meiner Verwandtschaft. Ich könnte jetzt böse Dinge sagen, aber. Ah! Erstmal Zombies killen. Alles klar? Ja, passt. Gut. Halbwegs alles wieder unter Kontrolle. Also noch sind die Zombies noch nicht so stark, deswegen latsche ich hier gerade fröhlich mit meiner SIG rum, weil ich davon mehr Munition habe als von der Colt. Die Colt hat ein kleines Magazin, aber verschießt auch wesentlich mehr. Beziehungsweise dickeres Kaliber. Ja, was? Weg. Verdammt, hilf mal. Ja, schon dabei. Okay. Du musst mir jetzt mal kurz helfen, damit ich wieder zunageln kann. Oder du machst zu. Ja, ich nagel gleich. Ich bin nur gerade auf allem leer. Achso. Oh, 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 oh. Okay. Das wird lustig. Wow! Bleib du drin, ich nagel. Ja. Oder halt mir den Rücken frei. Mach ich. Boah, Fenster. Da steht gerade einer. Fenster 2 ist offen. Jetzt kann meine SIG endlich nachladen. Sollte vielleicht weniger auf die Bretter schießen und mehr auf Zombies. Ja. Ich halte den Flur frei, machst du wieder zu? Ja. Come on now. Okay, ich bin wieder am Flur. Ja, wie die hier alle zum Sterben ankommen. Okay. Oh, haben wir Glück, dass gerade die Wave vorbei war, weil da war gerade ein Tank unterwegs. Ja. Boah, hatten wir da ein Schwein.
Ja, wenn wir zu zweit spielen, dann... Ja, dann ist das schon böse. Also ich glaube, jetzt schmeiße ich meinen Colt weg und hole mir eine BLR, weil die ist schon ziemlich krass. Weiß und nicht. Ich schmeiß meinen Pocket Light weg und hole mir eine M1 Garand. Obwohl, nee, das bringt's nicht, weil selbe Munition wie die BLR. Also ja, hole ich mir doch wieder mal 1911er Colt. Ich glaube, ich schmeiß meinen Colt doch weg. Ich habe jetzt eine SIG, einen Colt und eine BLR. Ich habe eine BLR, eine Nailgun, ein Metal Bat. Genau. Oh, verdammt. Ich muss noch. Scheiße. Geh du hoch und nagel schon mal zu. Hm? Scheiße. Geh hoch und nagel zu. Ich habe gerade meine Waffe verloren und muss noch Medikit nehmen. Yay! Bullets! Ja, Medikit muss ich noch, Gott sei Dank, noch nicht nehmen. Noch geht's mir gesund. Die sind doch bestimmt gleich schon da. Wie weit ist Zunageln? Weitestgehend. Hier. Jetzt müssten wir halt nur oben noch schnell schauen. Ja, das wird ein bisschen eng. Doch, das passt schon. Also halt Lauf, Forest, Lauf! Ja, ich mach schnell im anderen Raum zu. Ja, die Wave kommt nicht schnell. Ja, die Wave ist gerade erst am Laufen. Ja. Aber wenn die mich so im Raum öffnet. Dann rennst du einfach schnell zu mir. So, bin am Campen. Ja, also kommen, die ersten kommen gerade hier, die Säulen. Okay. So langsam würde ich mich mal bewegen, weil so langsam sind die Waves nämlich bei mir. Ja, sie sind da. Mistviech. Yes, du sagst es. Okay. Ich bin zwar halt mal wieder getroffen, aber... Okay. Bis jetzt geht's. Ja, am Eingang kommen sie recht ordentlich. Ja, sag mir Bescheid. Ja, wenn ich Hilfe brauche, ja, dann komm ich vorbei und rotze sie weg. Ist gut noch. Und bei diesem Spiel muss man auch sagen, man muss immer ans Nachladen denken, weil automatisch Nachladen ist hier nicht. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Ja, ziemlich, weil sonst steht man nämlich gerne mal da. Oh, mit leerer Knarre. Ich meine, ich habe mir das auch in anderen Spielen angewöhnt, wenn, damit ich nicht so mit diesem halbvollen Magazin vorbeikomme und irgendwelche Gegner wegrotzen will und dann mein Magazin leer ist. Von daher ist Nachladen für mich eh irgendwie Standard und alle, die meine anderen Videos kennen, sollten das eigentlich wissen. Tank? Oh shit. Ich hol die Bilder. Wo ist er? Seh ihn nicht. Gut, da ist der Tank. Der Tank wird uns fisten. Alle anderen weg und nicht mit der BLR. Was? Alter! Ich häng fest! Ja, ich seh. Aber Tank ist down. Nice. Weil BLR ist böse. Okay, nagelst du? Ja. Das hat wehgetan. Muss ich ehrlicherweise sagen. Verdammt. Alter! Zombie! Sorry. My bad. Ey, jetzt versuch ich gerade einen mit der Nagelpistole kalt zu machen. Ja, nachladen! Nein! Das wird verdammt eng, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie ich... Nein! Du Zipfel! Yay! Okay! Also, ihr seht, so schnell ist eine Runde vorbei. Wenigstens konntest du mich nicht killen. Ja. Das ist doch schon mal was. Also dann verabschieden wir uns aus dieser Runde und wir sehen uns in der nächsten.